Komm zurück zu mir, Talion. Ich lasse dich deine Feinde sehen. So, Fähigkeit nochmal voll. So. So. Das hört sich komisch an. Gut, hier ist auch überall Wasser, ne? So. Ich denke darüber nach, auf den Dächern Fallen für Vögel aufzustellen. Für Essen? Nein, mit Federn für Pfeile. Aber das Fleisch werde ich auch nicht bekommen. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen, mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein.
Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Baranur und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Der ganze Grog her. Das haben wir dem Schuhschlechter hier. Unsere Armeen rattern durch die Nacht. Nichts hält uns stand. Schrecken entfacht. Wir marschieren, bis wir den Sieg erringen. Grishas Armee kann niemand bezwingen. So. Ich werde tot. Hab mich schon auf einen Kampf gefreut. Jemand hat sich Schmerzen verdient. So. Wir müssen uns beeilen. Unsere Brüder, wir müssen sie befreien. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Ja, wie kann ich den jetzt befreien? Ah. Ich stehe in deiner Schuld, Waldläufer. Auf alles gefasst sein. Ich verstehe, Talion. Danke, Waldläufer. Kein Grog, bis wir die Stadt einnehmen. Keine Feste, bis der Stein unser ist. Wer braucht das? Minas Ithil. Der Fürst der Nazgul errichtet sein Heim auf ihren Knochen. Sie werden meinen Namen fürchten. Ich finde... Thank you.
Jetzt sitze ich hier fest, wo ich doch plündern könnte. Ich hoffe, der Feind ist schon weg. Elende Orlocks und der Herr ist da. Dieser Idiot ist als Leiche wahrscheinlich nützlicher. Ist mir total egal, was... Wir sind fest da. Ich weiß es. Vorsicht, Idril. Uruks abgemoxt. Dieser Mensch ist der Tod. Sogar Orlocks. Sogar Orlocks. Dann ist er kein Mensch. Hab Dank. Du bist Blut! Stirb, mein Sturm! So. Danke. Wir glaubten uns bereits tot. Oh! Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Ach, da! Vielen Dank. Idris, so. Sie haben den General zum Zelt. Wir sollten diesen Ort verlassen. Ich nirgendwo hin, General. Vater? Oh, Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich habe das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater.
Aber noch können wir kämpfen. Du bist genau wie deine Mutter. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Schnell, bevor noch mehr eintreffen. Vater, wir... Schnell! Wir konnten sie befreien. Sie werden es mittlerweile in die Oberstadt geschafft haben. Ich finde die... Spüre meine Stärke! Ich frage mich immer noch, wer der Spion ist. Der General ist zurück. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir. Bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen? Ja. Dann werde ich ihn finden. Okay. Mutix? Sexy Wolze. Fähigkeitspunkt erhalten, sehr schön. Wir müssen Stufe 12. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Der Palantir ist hier. Der Krieg. Wir müssen Saurons Macht über Minas Ithil schwächen. So. Wir haben jetzt einen Fähigkeitspunkt. Ich frage mich, wann ich das hier machen kann.
Talion. Der Ring ist verloren. Aber ich werde meine Antworten bekommen. Kankra! Minas Sithir steht vor dem Untergang. Wir brauchen den Palantir. Den Palantir? Gab ich dir nicht die Sicht über deine Feinde? Das ist es doch, was du willst. Nicht wahr? Oh, ich gewähre dir deine Vision. Doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Oh. Deine Seele? Davon ist fast nichts übrig. Ich brauche Antworten. Es war so klar. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ithil. Und zwar schnell. Von der Unterstadt. Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Castamir zog uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Castamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Dieses Geräusch. Das Tor. Entdeckung! Sie brennen! Holt Wasser! Los! Thank you.
Wow! Lasst niemanden vorbei! Sag auf der Acht! Wow! Ist das schwer, ey. Die Verstärkung ist hier. Halte den Hof. Wir halten sie hier auf. Sie hat den Tag geführt. Fleisch wird von den Schuhen baumeln. Ich nehme diese Stadt für den Hexenkönig ein. Aber du, du gehörst mir allein. Garl. Häuptling, seht euch vor! Ich kann die Flammen fühlen! Ihr habt mich verwundet! Okay, das war's. Boah, schwierig. Menschen fallen. Manchmal lässt sich das Zerstörte erneuern, doch es hat immer seinen Preis. Dieser Drache ist extrem. Boah. Ich nehme diese Stadt für den Hexenkönig ein. Aber du, du gehörst mir allein. Garl. Die Stadt ist verloren! Rette deine Leute! Zieht euch zurück! Die Stadt ist verloren! Du hast uns verraten! Ich tat es für dich, Idril, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten! Was ist mit unserem Volk? Unserer Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Castamir!
wirst mir geben, was du versprochen hast. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Castamir, nein! Es steht ihr frei, mit ihrem Volk zu sterben. Nicht. Geh. Ach du Scheiße. Wie soll ich die denn besiegen? Die sind so... Okay, den ersten haben wir. Okay. Dir
Verstoßen! Verlasse den Ringschmied, Thalion! Hallo! Oh, das ist so eng. Vertreibe den Elbengeist und komm zu uns. Zurück zu deinem Meister! Nur noch einer. Elben. Ihr werdet ihn nicht bekommen. Okay. Ufa! Hi! Na? Meine Kamera ist aus, sehe ich gerade. Ich muss meine Kamera wieder anmachen. Wieso sagt mir das denn keiner? So, Kamera müsste auch wieder gehen. Und dir? Ich habe den Palantir und wir haben den neuen Ring gefunden. Er ist meine Spinne. Du hast mir gut gedient, Minas Morgul ist dein. Nun bring mir Celebrimbors Ring. Und was soll mit Kankra geschehen? Entsende die Nazgul. Sie alle. Mir geht's sehr gut, das freut mich. Oh. Gänsehaut gerade bei denen. Oh, oh, oh. Gänsehaut pur. Wollt ihr den haben? Boah. Gänsehaut pur. Halt, lalala. Ja, das ist ja logisch. Boah.
Was für ein Kampf, ey. Was für eine epische Szene. Und es geht weiter. Oh. Wer ist das? Der hat doch irgendwas mit Kankra zu tun. Nee. Du hast mich getötet. Und dennoch lebst du. Wie fühlt sich das an, den Tod zu überlisten? Spürst du den Schmerz? Leidest du? Was ist mit der Stadt? Mit dem Palantir? Die Nazgul haben sich beides genommen. Sie gehören jetzt dem dunklen Herrscher. Ich habe versagt. Du musst weiterkämpfen. Sie trägt das Licht Galadriels. Wir können den Ring zurückholen. Euren Ringen haben wir all das zu verdanken, Elbenherr. Ihr könnt ihn sehen. Ich sehe ihn. Wer seid ihr? Ich bin die Klinge Galadriels. Seit wann lässt sich Galadriel mit Assassinen ein? Manchmal heiligt der Zweck die Mittel, das solltet ihr doch am besten wissen. Erzähl mir mehr von diesem Ring. Mit ihm wollten wir Sauron bezwingen. Aber wir verloren ihn an Kankra. Die Nazgul werden die Macht des Rings spüren. Er darf Sauron nicht in die Hände fallen. Das Licht Galadriels gibt es uns. Schweigt still! Mein Licht wird uns beschützen, doch ich gebe es niemals her. Wir müssen uns beeilen. Versuch, Schritt zu halten. Okay, ich bin so ein kleines bisschen. Hä? Komm, Waldläufer. Oh. Ist ja nicht so, dass ich mal auf Toilette müsste. Die Spinnen sind. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann komm. Ich bin direkt vor dir. Gesandt hat. Sie dürfen den Ring nicht bekommen. Können die Nazgul die Macht Kankras brechen? Gemeinsam ist ihre Kraft immens. Selbst Kankras Brut fürchtet die Nazgul. Es eilt. Kankra besitzt die Macht des neuen Rings. Daran musst du mich nicht erinnern. Denn so mächtig. Wo willst du denn jetzt lang? Die Nazgul besitzen ihre eigenen. Boah, diese Frau. Oh. Nehmen wir mit. Unsere einzige Hoffnung ist, dass... Oh, entscheide dich doch mal. Es soll uns schützen, doch nur meine Hand soll es führen. Ich gehe hier hoch. Wir sind fast da. Mach dich bereit und weiche nicht von meiner Seite. Bitte, was? Ja.
Warum? Opfer müssen gebracht werden. Wieso jetzt? Nimm den Ring. Okay. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Zeigen. Heißt das, wir können jetzt Orks beherrschen? Ein Ring, sie zu knechten. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Vielleicht. Schöne Augen. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen. Oh. Neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Ist ja nicht so, dass ich mal pinkeln müsste. Und ich werde von einer Katze in die andere geschmissen. Na, danke aber auch. Oh. Ah, der gute alte Wufa. Nein, natürlich nicht. Hörst du das auch? Das ist der Wald von Karnen. Und für uns nicht von Belang. Talion. Wir brauchen eine Armee. Wieder mal. Ja. Da. Dieses Lager ist voller Krieger. Unsere Krieger. Oh. Darf ich jetzt bitte Pause drücken? Aufstieg zur Macht. Ja, schön. Ich muss trotzdem pinkeln. Das ist ja doch der. Wenn du seit über 5 Minuten pinkeln musst, ey. Das ist so unglaublich. Oh, Pause.
Ah, jetzt. Unser größter Vorteil liegt in der Macht des Rings und in der Tarnung. Wenn möglich, sollten wir unentdeckt bleiben, bis die Chancen zu unseren Gunsten stehen. Des Baums. Ist sie der Baum? Oder können sie umherlaufen? Diese Schützen werden nicht nur unsere Waffen. Sie werden unsere Augen sein. Diese Krieger auch sind, meinem Ring können sie nicht widerstehen. Ich wünschte, ich wäre bei den Kampfgruppen und könnte sehen, wie sie sich Wer die Köpfe einschlagen. Wer hat verliert, kämpft hat. Nur so könnt auch ihr eine Stadt erobern. Hey, was ist dein Problem? Die Diener Saurons werden die unseren sein. Das kann doch nicht so schwer sein! Es geht ums Kämpfen! Du bist ein Uruk! Benimm dich! Probieren wir es noch einmal! Es gibt noch mehr Städte wie Midasigil! Er wird uns dienlich sein! Du Narr, das habe ich gesehen. Halt dir lieber schnell diese Grundmanöver ein. Sonst benutze ich dich als Ziel für die Fortgeschrittenen. So, noch einmal von vorne und zwar so lange, bis ihr Idioten es kapiert habt. Streckt euch gefälligst an, ihr Magen! Den Rest Gondors nehmt ihr nicht mit diesen schwächlichen Ärmchen ein! Sie können uns nicht trotzen. Wie viel Salz wäre nötig, damit ein Ozean Salz schmeckt? Stellen wir unsere Krieger auf die Probe. Die sind doch verrückt! Höre meinen Willen! Gemeinsam gegen den Untergang! Sehr schön. Wir werden außerdem Kommandanten brauchen. Herausragende Orks, die mehr als nur Schlachtvieh sind. Aber was ist mit diesem Wald? Er ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Unsere Armee zu errichten hat Vorrang. Thank you.
nimm es! So, dich hätten wir auch. So, Fähigkeitspunkte erhalten. Ein Fähigkeitspunkt, was macht man da? Das nehmen wir auf jeden Fall. Weil das kann echt einen Arsch retten. Wow. So, wir nehmen das. Wir nehmen mal kurz alles wieder raus. Juwel platzieren. Da kommst definitiv du hin. Da kommst du hin. Da kommst du hin. Und da kommst du hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache hier. Da muss man mal gucken. Da ist ein Drache. In Nurn wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Was wurde aus Litharil und ihrem Volk? Königin Marwyn. Sie war die erste, die eine Ork-Armee vorschlug. Diesmal wird alles anders.
Wir haben den neuen Ring. So, da formen wir mal eine Armee, ne? Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Ich mag ihn. Ich fühle mich heute so stark. Ich könnte Moloch heben. Mein Geschäft getötet. Komm schon, auf ihn! Ja, kommt nur her. Man kann nie zu viele Köpfe haben. Ah. So, ich will den Fettwanst hier. Sind bereits bekannt. Ach so. Dann fangen wir mal mit ihm an. Aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Hell oder dunkel ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde herausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr werdet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Ich mag ihn auch.
ist cool. Dieses Gebiet wird von einem vollständigen Oberherrn aus der Festung Schakburz heraus kontrolliert. Ah! Ah, jetzt können wir uns aussuchen, was wir nehmen. Ein Bogenschütze wäre schon nicht schlecht. Okay, wir werden jetzt hier ein bisschen brauchen. Oh Gott, was nehmen wir denn jetzt? Ich weiß es noch nicht. Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. Das Bestienzähmer Lager muss der gefährlichste... Thank you.
So. So, wir brauchen die ganzen Informationen hier einfach mal. Hallo? Nein, den. Nein!
So, den nehmen wir auch mit. So. So, so langsam wird's doch. Oh. Thank you.
immer noch hungrig. So, dich nehmen wir auch mit, mein Freund. Bleib wieder da.
zu brechen. Ja. Oh nein, die Spinnen sind ihre Körper dran. Schütze meinen Namen! Tod den Menschen! Hacke sich ein Stück! Ruinen gefällt mir überhaupt nicht. Ihr Abtrünniger! So.
Uns widerfehlt uns etwas zu essen. Oder wir haben einen Uruk zu viel. Die Trottel wissen nicht, dass wir hier sind. Ein fataler Fehler. Ich finde mein Opfer auf schneebedeckten Bergen, in tiefen Sümpfen, in sandigen Wüsten. Es ändert sich nur, worin du deine Spuren hinterlässt. Ashgarn. Hallo? Wie bitte? Du willst die Schätze? Oh, komm! Nein, diese Beute ist nicht für dich. Sie gehört mir. Nur mir. Bagger. Muster müssen gebrochen werden. Bereit oder nicht? Boah, was war das denn? Hallo? Ergib dich! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Mich hält keiner!
Okay, ich muss weg. Tötet ihn! Und auftragen! Polieren! Komm, schneller, schneller! Oh. Hä? Der Ork hat ein Lager in der Nähe. Dort stirbt er. Ich
kämpft. Hallo, ich will da hoch! Jetzt geh doch mal da hoch! Ey, leck mich am Arsch! Und ich werde vielleicht gnade. Boah, er geht aber auch nicht da hoch, ey!
Das ist der Dreck! Geist! Du lässt das sein! Du! Parier doch! Ich verspeise dich! Du lässt das sein! Friss das! Ich verspeise dich! Wieso kann ich denn nicht rekrutieren? Okay, ich habe keine Ahnung, wieso ich die nicht rekrutieren kann. Meine Garnison. So. Ich wette, in den Katakomben hier ist noch einiges an guter Beute zu finden. Schon sollte ich nicht genau. Vorbei!
Tage später. Aufgewacht. Die besten Feste sind die, an die man sich nicht erinnert. Wer bewacht dich dann? Ist okay. So, dann ist das Ganze ein bisschen gespeichert. Und dann war es das auch erstmal.